Rund die Hälfte aller Deutschen gilt als übergewichtig. Und wer abnehmen will, tappt oft in die Falle. Denn viele scheinbar harmlose Lebensmittel sind in Wirklichkeit getarnte Dickmacher. Erstens Gummibärchen. Nur zwei der kleinen Leckereien haben den gleichen Zuckergehalt wie ein Stück Würfelzucker. Zweitens Säfte. Viel trinken ist zwar gesund, aber hättest du gewusst, dass Apfelsaft genauso viele Kalorien hat wie Cola? Drittens Fisch. Fisch gilt als fettarm und gesund, allerdings kommt es auf die Sorte an. Thunfisch und Calamares beispielsweise bestehen zu fast 15% aus Fett. Viertens Frühstück. Eine Scheibe Toast ist zwar lecker, hat aber leider viermal so viele Kalorien wie eine Scheibe Vollkornbrot. Und auch beim Aufstrich lauert Gefahr. Leberwurst, Mettwurst, Camembert und Prix sind absolute Dickmacher und setzen an. Fünftens Salat. Auch beim Salat lauern Dickmacher, denn auf die oft kalorienreichen Soßen und Dressings möchten die wenigsten verzichten. Besser wäre es allerdings. Sechstens Leitprodukte. Süßstoffe und Leitprodukte sind kein Schlankheitsgarant, denn statt einem Sahnejoghurt essen wir gerne mal zwei Fettarme, ganz ohne schlechtes Gewissen. Und am Ende haben wir leider genauso viele Kalorien zu uns genommen wie mit Vollfettprodukten. Siebtens Nüsse. Nüsse sind in kleinen Mengen zwar gesund, bestehen aber fast zur Hälfte aus Fett. Achtens Croissants. Kaum zu glauben, aber wahr, ein Croissant hat deutlich mehr Fett als ein Cheeseburger. Dann doch lieber mit einem vollwertigen Obstmüsli in den Tag starten.